So, herzlich willkommen zurück. Huch. Es gibt den Fotomodus. Das ist ja interessant. Den brauche ich nicht. Kann in Optionen, wenn ich Stopp drücke. Okay. Ich bin nach 2 Wochen mal wieder zurück am Spielen. Ich muss jetzt mein ganzes Zeug rendern und hochladen. Muss mal kurz wieder klarkommen. Das sieht doch gut. Das sieht doch gut aus. Und zack. So, wen gibt es mit mir mal Infos drüber? Die habe ich schon alle. Das ist ja ganz cool. Von dem habe ich es schon. Von dem habe ich es schon. Von dem. Von dem. Von dem nicht. Gerät in Panik beim Anblick von Karagor. Gerät in Panik, wenn er brennt. Macht 13. Hier treibt sich ein Mörder herum. Was brauche ich denn eigentlich für blaue Blume sozusagen? So, was machen wir denn jetzt mal? Nee, nochmal so. Hier war doch einer von denen in einem Auftrag. Nee, dahin. Der da. Die Macht probiert im Saurons Armee zu schwächen. Das ist auf der anderen Seite. Oh Gott, nee, dann lieber mal nie. Die sind alle am Arsch der Welt. Sind ja da drüben, ist ja schrecklich. Das ist doch wahrscheinlich eine Machtprobe. Der ist halbwegs in meiner Nähe. Ist auch halbwegs in meiner Nähe. Ach, ich gucke einfach auf die Karte, Leute. Weißt du das? So, wo gehen wir denn jetzt hin? Hier oben ist was, solche Sachen neu. Machen wir doch mal das und reisen hier hin schnell. Scheint mir sinnvoll zu sein. Diese von Hunger geplagten Menschen wagen es, Essen zu stehlen, rette sie, damit sie Litariels Kompanie beitreten können. Litariels. Töte. Nicht so 3 glauben, Uhren eine Vorsprungtötung. Monsfell. Oh, der hatte ich doch gerade, oder? Ugakuba. Oh, Schleichtötung. Du hast Fleisch von meinem Teller gestohlen. Wenn du Fleisch willst, hättest du ein Uruk werden sollen. Komm, 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 komm. Ich hab die Schnauze voll von den Sklaven, die ich bin. Dann können wir die vielleicht umbringen. Doch mein Mahl ist in deinem Bauch. Schlechttötung. Sollte ich es herausschneiden. Vielen Dank, Fremder. Ich danke dir. Hoch, Fliegen. Hoch, Dankeschön. Vielen Dank, Weitläufer. 12 Gründe zu regenerieren, wenn ein Kopf zum Platz gebracht wird. Ich habe noch nie einen Kopf zum Platz gebracht. Weitläufer, bitte, komm schnell! Danke, Waldläufer.
du schon nicht kämpfst. Trainiere wenigstens. Jetzt noch, damit ich ihn töten kann. Yep. Ich wette, wenn wir irgendwo hochklettern, dann könnten wir uns auf den Grabwander stürzen und ihn schön aufschlitzen. Was war der? Motzfell. Red Panik, wenn er brennt. Alles klar. Ruhig vor verbrennen. Der sieht ja geil aus. Spürst du das? Nein, ich lasse es auf das Gebiet. Ah, shit. Auch direkt beherrschen können. Muss ich jetzt nochmal machen. Ich kann es förmlich riechen und wette um einen Pfand. Dann mache ich es halt nochmal. Grog, dass es eine Falle für den Tag ist. Zack, zack, zack. Hier gibt es jede Menge offenes Gelände in der neuen Karte, die wir letztes Mal betreten, also die wir schon vor einer ganzen Weile betreten haben, aber die ich sozusagen nochmal ein bisschen neu erkunden muss. Den habe ich hier keinen mehr. Lass die Finger von Uro schalten! Du hast dir das Fleisch nicht verdient! Wir kommen, Gastgemade! Der ist in. Wenn wir diese Arbeit nicht erledigen, lass die Finger vom Uruk essen! Du hast dir das Fleisch nicht verdient! Wir schon, garstige Made! Echte Pein kennenlernen! Wenn der Turm hier eintrifft, wird der Turm sich nicht gegen Bleichholz verhindern! Zum Glück bist du hier! Hilf mir! Das erledigen, was wir hier hatten. Muss mal kurz in meine Fähigkeitenbeschreibung gucken. Ich will nur, dass es vorbei ist. Hilf mir. Ich habe nämlich ein paar Fähigkeiten. Doch da. Ne, da war's. Zack, zack. Drücke im Fernkampfmodus T-Drücktasten L und R um 5 Sekunden unbegrenzte L-Beschuss Fokus. Fernkampftötung auf. Mit Fernkampftötung kann ich diese Fähigkeit aufladen. Aha. Woran erkenne ich, wann sie verfügbar ist? Links unten? Was war das? Mir egal, was ihn getötet hat, ist nicht mein Problem. Danke. Du stinkende Fleisch von meinem Teller gestohlen! Wenn du Fleisch willst, hättest du einen. Zack, 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 zack. Ja, ich will weiter. Hier hoch. Wenn sie da hochkommen.
Kann ich ihn irgendwie dazu animieren? Dass das ein Vordingens, eine Vorsprungtötung wird? Der Hauptmann sagt, der Grabwandler sei in der Nähe. Ich laufe hier schon seit Stunden, Patrouille. Ich habe Hunger, Sklave. Komm mal hier rüber. Mein Mal ist in deinem Bauch. Vielleicht sollte ich es herausschneiden. Und zack. Und wieder hoch. Lass die Finger vom Uruk essen. Du hast dir das Fleisch nicht verdient. Wir schon, garstige Made. Halt! Ich habe etwas gesehen! Kommt jetzt noch ein nächster? Hast du das gehört? So, noch jemand, der helfen will? Unbedingt. Oh, jetzt kann ich das direkt mal mitnehmen. Wenn ich schon mal hier bin. Da drüben! Schilder Tagebucheintrag. Hätte ich es nicht selbst gesehen, würde ich es nicht glauben. Die Orks haben einen Verbündeten in den Fliegen gefunden. In Mordor werden die Leichen nie... Hey! Hätte ich es nicht selbst gesehen, würde ich es nicht glauben. Die Orks haben einen Verbündeten in den Fliegen gefunden. In Mordor werden die Leichen niemals knapp. Und ich dachte, dort finden die Fliegen ein reiches Mahl. Doch sie ziehen umher und greifen an wie ein einzelnes Geschöpf. Ich meide sie, wo ich kann. Sie bauen ihre Nester überall. Und Tag und Nacht hört man ihr Summen. Die Orks beten dieses Ungeziefer an, sofern sie nicht selbst davon gestochen werden. Die Orks sagen, es sei ein Spion. Doch für wen spionieren sie? Sie gehören nicht etwa zu euch, oder doch? Der wird schizophren, hä? Hat sich etwas bewegt! Es gibt in Mordor noch andere Kräfte neben Sauron und uns. Ja, das sind die Spitze von Koronir. Schleicht da jemand umher? Komm schon. Mann, wie viele kann man denn hier umholzen, ey? Die kommen alle einzeln. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Denn da kommen noch welche hier von den Orks. Wenn eben Schleichbrandmarkung bei sowas auch als Schleichtötung zählt, aber ich glaube nicht, deswegen nehme ich lieber die Schleichtötung sicherheitshalber.
Kraft in die Luft gesprengt wurde. Ein Schuss vom Grabwandler und der Sprengstoff ging hoch wie ein Karagor auf dem Scheiterhaufen. Der Hammer hat sich bestimmt freiwillig die Finger vom Garstige Made. So, noch mal kurz hier vergiften. Jetzt wird sich endlich etwas ändern. Der Hauptmann ist tot. Warte, ich rieche etwas. Wahrscheinlich Ratten. Wir werden schon bald genug zu kämpfen haben. Ist mir egal, was es war. Dass du in dem Busch stehst, nicht so schlau. So, jetzt kann ich dich auch noch befreien. Hilf uns, bitte! War wohl nur eine Ziege im Gestrüpp. Perfekt. Danke für die Rettung. Aber ich bin so furchtbar hungrig. Sie haben uns alles genommen. Ich muss Essen finden. Mal sehen, was jetzt passiert. So, können wir direkt die nächste Aufgabe machen. Oh, die ist unten. Geisterflammen. Oh, sie wirklich? Es war nicht genug, die Dienstungenherrschers lediglich zu töten. Er ließ sie von Flammen verschlingen. Was? Zündet die Fässer und Brandpfeilen an. Tötet Uwe mit Brandpfeilen? Der Heck. Achso, guck mal, sie sind alle alarmiert. Das ist ja voll kacke. Das zählt wohl nicht. Nee, das zählt alles nicht. Finden die Fässer mit Brandpfeilen an. Wie macht denn Brandpfeile? Wumbalabalabala. Das habe ich irgendwie noch nicht drauf, wie man Brandpfeile macht. Ich kann jetzt zwar Leute töten, aber ich gebe mal kurz auf. Wow. Lässt auf das Gebiet, ich weiß. In dem Fall will ich es auch aufgeben. Hat das Absicht, dass die alle alarmiert sind? Blutrauch verfügbar. Kann sein. Moment mal. Ach Quatsch. Verbesserungen. Falsche nächste Stufe 0. Achso, ich habe schon Stufe 4. Wo sind die Brandpfeile? Explodieren lassen. Festnageln. Brandpfeil.
Ach, RB gedrückt halten. Okay. Ah, wenn du eine Trefferserie aufgeladen hast. Okay. Ich muss erst eine Trefferserie... What the hell? Das ist ja mal interessant. Merkwürdige Variante, aber interessant. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Die Sklavenmeister in den Milchzeuge der wahre Stärke. Nein, ich will da runter! Geh doch da runter! Geh doch da runter! Zack, zack, zack. Oh, shit. Oh, das war... Oh, na toll. Würde die Explosion noch heftiger, wenn ich das so mache, okay. Sehr gut. Wusste ich auch noch nicht, dass dann die Explosion noch heftiger wird. Gar nicht so easy, die Nebenaufgaben. Unter den Dienern des dunklen Herrschers verbreiten sich Argwohn und Furcht. Es durfte stets raffinierter Methode, um Verrat zu sehen und seine Feinde zu vernichten. 500 kriege ich dafür, alter Schwede. Fähigkeit freischalten. Was habe ich denn hier? Kritische Treffer 2 über 3 für den Anstieg der Treffer sehr gut aufeinander gehabt, bestimmten Angriffen. Flammen für Geld, um Gegner mit glühenden Schwertern zu treffen, verursacht nur doppelten Schaden. Okay. Reihe Schattenangriffe aneinander. Schnelles Spannen. Das wäre günstig. Da ich viel mit dem Bogen arbeite. Wasserei, die Wachen des Henkers ohne entdeckt zu werden. Ohne entdeckt zu werden. Was ist mit all diesen Vorräten? Ich weiß es nicht und es ist mir egal. Ich soll sie bloß bewachen und nicht verwalten. Whoop.
Da wollte ich nicht hin, ich wollte hier hoch. Hab gehört, einer der Häuptlinge hat wegen der Hexerei des Tags völlig den Verstand verloren. Nichts und niemand in ganz Mordor könnte unseren Häuptling besiegen. Da hast du recht. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Bald kommt er auch hier vorbei. Hoffentlich mit dem Kopf des Grabwanders. So, dich muss ich auch noch wegmachen. Oh, was? Zusätzlich töten niemanden? Ups. Gut, aber auf die 50 Meridian kann ich wahrscheinlich inzwischen verzichten, wenn ich das 10-fache dafür kriege. Warum kommt er nicht einfach raus? Wer sagt, dass er überhaupt da ist? Oh, er ist hier. Ich kann ihn riechen. Er sitzt bestimmt da draußen und belauscht uns, während er überlegt, was er als nächstes tut. Schleiche und Brandmagel schützen, ohne dabei entdeckt zu werden. What the hell? Hab die Menschen gefragt, ob sie etwas Grog wollten. Der Grog reicht nicht einmal für uns. Wozu tust du das? Du musst da wieder weggehen, Typ. Der Schmied bringt doch nur alte Waffen wieder in Schuss. Der Trottel sollte seine Zeit nutzen. Neue zu machen, die länger halten. Hab ich da gerade etwas gehört? Oh, fuck. Das hat mir innen entdeckt. Du sollst gehorchen. Häng du mal ab, ich bin mal kurz weg. Wer bist du denn? Meine Karagor. Wirklich. Ich sollte dich zähmen und an die Leine legen. Wo rennt der denn hin, lol? Wo will denn hier hinkommen? Willst du mich verarschen? Wenn ich schon mal hier bin. Sternenkarte. Wie soll ich das denn machen? Jetzt. Bis wir uns daran gewöhnt haben, sie zu sehen. Aber der Kleinere ist ganz kalt geworden. Hat sich weit entfernt. Er konnte das Laub lesen, die Linien auf deiner Hand und die Kerben auf deinem Kopf. Er konnte sehen, verstehst du? Und ich schätze, er hat es gesehen. Das Wissen. Sie sind beide losgezogen und man konnte erkennen, wann sie auf Orks trafen. Der Himmel verdunkelte sich und es begann zu hageln oder regnen. Der Wind schüttelte die Bäume und kurz darauf klärte sich der Himmel auf. Sie haben nie auch nur ein Wort darüber verloren, obwohl wir es immer wissen wollten. Besser nicht, pflegten sie dann zu sagen. Die beiden sind ohne ein Wort zu verlieren davongegangen. Es war nur ein wenig komisch, weil der Kleinere der beiden all seine Karten und die Tafel zurückgelassen hat, aus der er die Zukunft liest. Vielleicht um Gewicht zu sparen. Oder vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht dachte er, er würde die Dinge nicht mehr brauchen. Hm.
Interessant. Ein weiteres Geheimnis. Mordor ist voller Geheimnisse. Der Orden der Istari. Diese Boten wurden geschickt, um sich Saurons Willen zu widersetzen. Diese beiden sind vor langer Zeit gen Osten gegangen und wurden nie mehr gesehen.